Deutschland muss sparen und zwar extrem. Das haben jetzt sogar die Politiker der Ampel mitbekommen. Was mich wirklich erstaunt, denn normalerweise kommt das Wort sparen nicht im Vokabular eines rot-grünen Politikers vor. Aber hey, dafür haben sie ja die FDP, obwohl diese Lindner-Partei, seitdem sie in der Ampel tätig ist, vom Sparen auch nicht allzu viel hält. Herr Lindner stolpert lieber über das eine oder andere Sondervermögen, das er irgendwo findet. Und das entpuppt sich dann für uns normale Bürger als ein Riesenkredit, den wir dann später irgendwann abbezahlen dürfen. Aber hey, Herr Lindner ist es uns doch wert. Aber jetzt wird das nächste geschlachtet, nämlich das E-Auto. Denn ab sofort wird die Förderung eingestellt. Die Bild-Zeitung titelt wie folgt: Schneller als ein Ferrari. Habeck streicht E-Auto-Förderung sofort. Am Mittwoch erst haben Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner ihre Sparmaßnahmen für den Haushalt 2024 verkündet. Darunter ein vorzeitiges Ende des Umweltbonus, also der Kaufprämie für E-Autos, bis zu 6.000 Euro. Jetzt ist klar, ab wann das gilt, quasi sofort. Ah, das ist doch schon ein etwas schnelles Unterfangen, was Sie hier angegangen wird. Aber schauen wir uns das weiter an. Mit Ablauf des 17. Dezember 2023 können daher keine neuen Anträge mehr für den Umweltbonus beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gestellt werden, teilt das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium von Robert Habeck mit. Am Samstag morgen um 10.15 Uhr mit. Also, und da der heutige Tag ein Samstag ist und morgen der 17. ist es ein Sonntag. Das bedeutet, jetzt noch ganz, ganz schnell zu deinem Autohändler und ein Auto kaufen und den Antrag ausfüllen, sonst wird es nichts. Ich bin mir sicher, viele Leute haben sich für das kommende Jahr so etwas vorgenommen wie den E-Autokauf, um diese Förderung noch mitzunehmen. Daraus wird nichts. Es ist wirklich schon etwas link, das Ganze am Samstagmorgen kundzutun, dass die Förderung am Sonntag ausläuft. Es ist wirklich eine linke Sache. Der Umweltbonus wurde 2016 von der Großen Koalition eingeführt. Seither wurden insgesamt etwa 10 Milliarden Euro für 2,1 Millionen Elektrofahrzeuge ausgezahlt. Ursprünglich sollte er 2024 reduziert werden auf maximal 4.500 Euro und dann Ende des Jahres auslaufen. Also wie gesagt, viele Leute haben sich darauf verlassen und besonders auch die Autoindustrie wird sich darauf verlassen haben, dass diese Förderung noch ein ganzes Jahr lang läuft. Und jetzt ist aber Pustekuchen. Das wurde sofort eingestellt, damit sich auch ja keiner noch in den letzten Tagen ein Auto kaufen kann, um an diese Förderung heranzukommen. Und nachsehen wird, wie gesagt, auch die Autoindustrie haben. Denn diese hat sich bereitwillig auf das Abenteuer E-Mobilität eingelassen. Vollkommen kritiklos haben sie es hingenommen und verzichten auf den Verbrenner, wollen ihn einfach sterben lassen. Die ganze Welt ist nicht so blöd wie wir. Die werden an dem Verbrenner weiterhin festhalten. Und sie werden mit billigen E-Automobilen auch den deutschen, den europäischen Markt fluten und somit unsere Automobilindustrie wirklich in den Untergang schieben. Und daran ist die Industrie aber auch selber schuld. Sie wird entweder die Produktion in Deutschland einstellen oder sie wird abwandern in ein anderes Land, wo sich das Ganze noch lohnt, weil die Energiekosten nicht so hoch sind. Egal wie sie sich entscheiden, sie wird es in Deutschland nicht mehr geben. Und das wird wirklich eine Katastrophe für viele Menschen sein, die in der Automobilindustrie arbeiten. Aber auch für die ganzen Zulieferbetriebe und ihre Mitarbeiter wird es der Todesstoß sein. Vielen Dank, Herr Habeck. Vielen Dank, Ampel. Ihr habt es wirklich versaut. Jetzt solltest du dir unbedingt dieses Video hier ansehen. Ich bin schon dort. Jetzt klickst du, dann treffen wir uns dort. Danke für deine Unterstützung. Bis gleich.